Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich etwas Leckeres kochen. Und zwar Hot Chicken Flavor Ramen von Samyang. Ich bin gespannt, wie es mir schmecken wird. So, erstmal muss ich mir was durchlesen. Also, da muss ich erstmal 600 ml Wasser in den Topf reintun. Leider habe ich keinen Messbecher, daher nehme ich dieses Cola-Glas. Dieses Cola-Glas hat ungefähr 300 ml Inhalt und da schütte ich dann einfach halt zweimal rein, dann sind es auch 600 ml. Ich das Wasser kochen und dann bringe ich mal jetzt den Topf zum Herd. Und während ich warte, bis das Wasser anfängt zu kochen, kann ich ja schon mal die Verpackung öffnen. So sehen also die Nudeln im Rohzustand aus. Schön quadratisch. Also roh schmeckt mir das gar nicht so. Mal schauen, ob es im gekochten Zustand deutlich besser schmecken wird. Ich glaube, jetzt fängt es an zu kochen. So, die Nudeln sind fertig gekocht. Dieses Zeug muss ich hier hinzufügen. Ich habe heute schon wieder keine Kraft. Alter, ich glaub's nicht. Ich habe heute keine Kraft, um das Ding zu öffnen. Das war klar. Überall geht es hin, nur nicht dort, wo es landen soll. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Jetzt sind da noch Flocken drauf. Und nun packe ich es auf den Teller rauf. So, jetzt wird probiert. Oha. Also das Zeug ist ja ultra scharf.
Boah, das brennt schon meine Lippen ab. Aber ich muss sagen, es schmeckt. Ich muss Nachschub holen. Ich schwitze echt aus allen Poren. Endlich aufgeschafft. Jetzt ist hier. Oh. Jetzt ist hier noch diese flüssige Soße noch ein bisschen über. So, mal schauen, ob ich diese flüssige Soße dann noch irgendwie runterkriege vom Teller. Ich habe mich wieder voll eingesaut, aber ist auch egal. Der Teller ist soweit leer. Es sind nur noch ein paar Kerne über, aber die werde ich definitiv nicht essen. Ihr seht, ich habe den Teller so gut wie leer gefuttert. Viel zu scharf das Zeug. Mir tränen die Augen, meine Lippen brennen. Und ich schwitze aus jeder einzelnen Pore. Oh. Ich glaube, das war's jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.